Ja, grundsätzlich zufrieden. Intensives Spiel mit der Luftfeuchtigkeit heute war nicht ganz so einfach. Aber wir haben die Dinge umgesetzt, die wir umsetzen wollten. Gute Ballgewinne gehabt, gerade erste Hälfte und dann auch zwei schöne Tore gemacht. War ein bisschen unglücklich, dass dann Aston Villa mit 10 Mann weiterspielen musste. Aber ja, war dann unterm Strich seriöses Spiel von uns. Ja, ihr wolltet 11 gegen 11, um quasi reelle Bedingungen zu haben. Ja, ich glaube, wäre für uns besser gewesen, taktisch, aber auch für Aston Villa wahrscheinlich ein bisschen einfacher, als dann mit 10 Mann den Ball viel hinterher zu laufen. Aber aufgrund der, dass es ein offizielles Spiel war, irgendwie ging es da nicht. Ja, war dann am Ende so. Wie schwer ist es sich dann nochmal so? Also, es war ja eine harte Woche, was wir in Einheiten gesehen haben, so die Bedingungen dazu. Ja, gerade gestern haben wir nochmal intensiv trainiert. Es gehört halt dazu in der Vorbereitung, dass du ein Stück weit schon ein bisschen müde ins Spiel gehst, aber ich finde, wir haben das trotzdem gut gemacht. Aston Villa hat genauso viel Reiserei hinter sich, muss auch viel trainieren, haben hier viele Spiele, deswegen ist es ein Stück weit dann auch part of the job und das haben wir aber gut umgesetzt heute. Bist du zufrieden bis jetzt mit der Vorbereitung? Gerade fühlt sich ja nach und nach erst. Ja, ich glaube, dass wir das gut hinbekommen, gerade die Balance zwischen Marketingarbeit, das einfach dazugehört. Und dann seriöse Arbeit auf dem Platz. Und bis dato fühlt sich das gut an. Jeder ist ein bisschen auch aufgeregt, weil vieles Neues dann auch hier ist und freut sich, vieles zu sehen. Und dann trotzdem haben wir dann auch Fokus auf dem Platz und kriegen die Dinge gut umgesetzt, die wir auch trainieren wollen. Kampel ist in der ersten Halbzeit immer wieder an deine Seite gerückt in der Verteidigung. Wird er sich geschlagen? Was war die Idee dann? Ja, nichts Neues, einfach, dass wir flexibel sind im Spielaufbau, dass du auch mal einen Dreieraufbau kommst, dass du mit drei Männern dann eröffnest. Haben wir letzte Saison schon öfter gemacht, heute hat es sich auch angeboten und war dann auch schwierig für den Gegner zu pressen. Bist du inspiriert an Xhaka oder Toni Kroos, die das auch gemacht haben? Grüße in der Nationalmannschaft, Xhaka ist auch für Sie. Ja, wir machen es nochmal einen Tick anders, aber auch sehr gut. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass du einen Dreieraufbau kommst, das haben wir zuvor auch schon gemacht. Aber natürlich auch eine Tendenz jetzt im modernen Fußball, dass es viele Mannschaften dann gerne machen, weil es dann auch ein bisschen schwieriger ist, zu pressen für den Gegner und dass du einfach auch ein bisschen flexibler bist. How do you feel physically after this game heading into the season? Yeah, right now I'm really tired, but I think overall it was intensive, tough game, tough opponent, but overall we can be happy today. But of course it's really busy, the schedule is busy, but it's part of the job in preparation. And you know, with the travel and everything, how are you adjusting and how are you enjoying your time here in the United States? Yeah, it's exciting. For us it's the first step also. The next step as a club to go abroad and to visit the US and also to play in front of fantastic fans in the US. Also some fans from Leipzig were here today. So overall it was a good day. Thank you. It was a real physical game for a friendly. Just talk about that aspect of the game and how you guys adjusted to it. Yeah, it's always physically against a team from Premier League, so that's what we expected, and I think we played our game. We had some good actions, especially against the ball. We win many balls, and we scored two nice goals, good goals, and overall I think the win was deserved. How special was it for you to see fans of your team here in the United States and to see the support that you all were able to get here? Yeah, really special. I think it's a long travel for them, but this shows the support of them. We are really happy to have them, and yeah, good day for us. Guten Tag. Thank you, guys. Thank you.